liebe Videovegas-Freunde, bonjour! Wir sind heute in Frankreich bei der IWSF, der Liga von Flash Gordon. Und zwar sind wir heute in Charlieu, morgen in Montbrison. Und an meiner Seite begrüße ich natürlich wie immer Monsieur Hanky. Ah oui, bonjour, madame et monsieur. Deux omelettes et deux courbes. Monsieur Philippe Peter? Ja, merci beaucoup, aber gehen Sie doch bitte auf die Matches ein. Was soll denn das? Ich habe jetzt keinen Hunger. Wir haben heute, Herr Peter, 5 Matches. Darunter sehen wir Le Medienstar Michael Kovac. Er trifft heute auf Bernard Van Damme aus der Belgique. Ja, der kann wesentlich besser Französisch als Sie, muss ich sagen. Dann haben wir Flash Gordon, Sie haben den Mann angesprochen. Er trifft auf Scott Redder aus Schottland. Und dann, schauen Sie auf die Karte, Sie haben sich nicht vorbereitet, ein Intergender Tag Match. Missy Blonde und Divine Isabel, Sie treffen auf Melody Christie und Mickey Trash. Ja, jetzt, ich kann Ihren Akzent nicht mehr anhören. Gehen wir einfach ab in die Halle schon zum ersten Match. Oh oui. Au revoir. Au revoir. Voilà. Bonjour, meine Damen und Herren. Ja, es ist natürlich nicht möglich, dass wir hier komplett in Französisch kommentieren, obwohl ich es gerne täte. Ja, Gott sei Dank. Oh! Erkennen Sie diesen Mann noch, Herr Peter? Ja, das Outfit ist natürlich unverkennbar, aber die Haare sind weg. Die sind komplett weg, oder ist da hinten ein... Nein, hinten hat er noch Haare. Oh mein Gott. Diesen Mann, das ist eine Legende im europäischen Wrestling mittlerweile. Das ist Flash Gordon. Den kennen wir von New Catch bei Eurosport natürlich. Und ja, er sieht auf jeden Fall von der Figur her noch tadellos aus. Also er hat da sicher nichts eingebüßt. Außer den Haaren natürlich. Stimmung ist natürlich top hier in Charlieu. Ja, wir haben um die 500 Zuseher hier heute. Es ist ja natürlich ein provinziales Nest hier, Charlieu. Ja, so ein Kaff, das wollte ich schon anmerken. Es gibt nicht mal eine Sauna im Hotel. Herr Peter, dafür haben Sie das Buffet schon gesehen. Also ich werde da sicherlich heute öfters hingehen. Auch während der Matches. Und sein Gegner, Flash Gordons Gegner heute im Opener, ist dieser Mann aus Schottland. Genauer gesagt aus Glasgow, Schottland. Ja, man hört es vielleicht nicht unbedingt an seinem Akzent. Das Interview spielen wir dann erst ein. Haben wir noch nicht. Scott Ryder mit Mickey Trash. Ja, also ich kann mich an diese französische Aussprache... Ist das ein netter Tanzschritt von Scott Ryder? Ja, ich nenne diesen Mann Scott Ryder. Er kommt ja aus Schottland und... Ich nenne ihn Scott Ryder. Und ich kann mich an diese französische Aussprache nicht gewöhnen. Tut mir leid. Gibt es eigentlich wenig schottische Gimmicks im Wrestling, außer Roddy Piper natürlich, das sicherlich das berühmteste. Ja, vielleicht in England. Und gefolgt eigentlich gleich von Scott Ryder. Ja, viele Schotten fallen mir wirklich nicht ein. Flash Gordon. Wie heißt denn dieser Ringsprecher? Das muss ich kurz nachschauen im Programmheft. Das habe ich natürlich bei mir, ich bereite mich wie immer sehr professionell vor. Der Ringsprecher, ich weiß nur, dass er eine Tochter hat. Allerdings ist sie nicht attraktiv. Flash Gordon hat auch eine Tochter. Sogar zwei. Habe ich auf einem Foto gesehen. Sind sehr nett. Der Ringsprecher, ja, das ist jetzt natürlich... Den habe ich nicht dabei, nein, leider.
Aber ich wäre, auf jeden Fall werde ich das bis morgen, bis Montbrison in Erfahrung bringen. Ja, dann hat alles eine Richtigkeit und wir kennen die Leute, die hier aktiv sind. Auch den Referee, da weiß ich nicht den Namen. Ja, und Didier Gap ist nicht dabei, für die, die es vielleicht glauben möchten, weil er ja Franzose ist, aber nein, Didier Gap hat da keine Kontakte zur IWSF. Nein, ich glaube auch nicht, dass er, war er jemals bei der IWSF? Also haben Sie auf Eurosport gesehen, Didier Gap? Nein, also ich kann mich nicht erinnern. So, also der Opener heute ist ein Match, ja, Singles-Match, wo ja, hier Faces... Trash soll jetzt da aus dem Ring gehen. Faces und Heels, klar, feststehen. Flash Gordon, der Publikumsliebling. Und sein Gegner Scott Ryder. Wer ist für Sie hier der Favorit? Ja, ich kenne Scott Ryder zu wenig, aber ich lege mich trotzdem einfach mal auf Flash Gordon fest. Der Mann hat Klasse. Und wird sich gegen diesen leicht übergewichtigen Mann durchsetzen. Ja, die Frage ist, welche... Naja, Rolle wird Mickey Trash spielen hier, denn der ist nicht ungefährlich. Er ist eine der neueren Generation hier in Frankreich. Also er ist so an die 30 Jahre alt und also sollte er Scott Ryder wirklich helfen, dann ist es schon schlecht aus für Flash Gordon. Und Schulterblock jetzt. Flash Gordon ist größer, das sieht man. Also dieser... Fast schon ein kleiner schottischer Giftzwerg, dieser Scott Ryder. Also eine Art Rumpelstilzchen. Oh. Aber das ist noch zu früh im Match, dass er da was ausrichten kann in dieser Richtung. Clothesline. Ja, ja. Das hat er sich wohl von Eddie Steinbrock abgeschaut, diese Clothesline. Hat er hier ein Täschchen vorne? Ist das ein oder ist nein, das gehört zum traditionellen Schottenrock. Ach so. Sieht nämlich aus. Oh, ein deutscher Dropkick von Flash Gordon. Doppeltritt, wunderbar. Das sieht aus wie so ein Rettungsbackerl von einem Bernhardinerhund. Ja, vielleicht hat er ja ein paar Maiskolben eingeschoben als Proviant. Mickey Trash schon am Ring. Ja, und Flash Gordon immer noch sehr flink auf den Beinen. Flash Gordon ist ja Mitte 40. Ich glaube 46. Flash Gordon. Also er ist, so kann man sagen, in der Altersklasse von einem Freddy Bahne. Ja, und nach wie vor hat er nichts von seiner Popularität eingebüßt. Armdrag jetzt von Scott Ryder. Packt ihn in seinen am Bart. Oh, haben Sie das gesehen? Reißt ihm die blonden Barthaare aus. Ja, schöner Armdrag. Ja, rot, oder? Blond. Vielleicht durch dieses Licht. Das ist ein blonder Junge. Jüngling. Das ist Scott Ryder. Eigentlich untypisch für den Schotten. Blond? Wieso das? Schauen Sie mal in das WM82 Album. Da sind einige Blonde. Ja, Sie haben recht. Oh, Uppercut. Kennt er sich jetzt nicht aus. Scott Ryder und wieder Doppeltritt. Übrigens, Scott Ryder ist der Lieblingswrestler von Gordon Strachan. Ein schottischer Internationaler. Der regt sich auf, Scott Ryder, weil Flash Gordon hier natürlich den Bart gezogen hat. Also der könnte durchaus auch in den Herr der Ringe mitspielen. Scott Ryder? Ja. Ja, und der Ringsprecher sagt jetzt hier durch, was Scott Ryder auf Englisch natürlich zu ihm gesagt hat. Und das Publikum kritisiert das natürlich mit Pfiff. Ich nehme mal an, er verlangt absolute Ruhe. So ähnlich, ja. Ich will jetzt auch schon von wo, also wie schwer Scott Ryder ist. Würde mich wirklich interessieren, dieser Mann ist ein gewaltiger Brocken. Ah, jetzt hat es funktioniert, dieser Takedown, und sofort. Oh, wieder. zeigt Scott Ryder dem Publikum. Das ist wirklich demütigend. Scott Ryder 138 Kilo, Herr Peter. Ja, und relativ ungleichmäßig verteilt auf den Körper. Das meiste ist in der Körpermitte.
Und er scheint etwas überfordert zu sein gegen Flash Gordon. Er nennt sich selber der Bulldozer im Ring. Und da ist Vicky Trash. Der kontrolliert jetzt nochmal, ob alle Barthaare da sind. Ja, also ist doch ein... Zu lange Haare, Herr Peter, wie immer, sind ein Nachteil im Wrestling. Sage ich immer wieder. Am besten, man hat wirklich so seine Frisur wie Flash Gordon. Da kann nichts passieren. Obwohl, ein wenig Platz zum Ziehen ist da auch noch. Ja. Aber man muss schon gut ziehen. Oder kann sich Scott Ryder keinen Rasierer leisten? Ja, so schlecht zahlt IWSF dann auch nicht. Er könnte schon, aber er gibt es wahrscheinlich lieber für Whisky aus. Flash Gordon übrigens schlanke, ranke, gut durchtrainierte 94 Kilo. Und er ist ja der Ex-Champion, also er hält nicht den Titel in der IWSF, wenn viele glauben. Nein, die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Derzeitiger Champion ist Prinz Zeffi, der heute auch den Titel verteidigen wird. Und zwar den kennen wir natürlich auch. Den kennen wir. Prinz Zeffi, er wird heute den Titel verteidigen gegen Cybernick. Das ist natürlich auch ein alter Bekannter, bitte. Also von dem Match kann man sich schon einiges versprechen. Jetzt geht's raus für Flash Gordon. Hat da einen Moment nicht aufgepasst. Und zu guter Letzt, der Main Event des heutigen Abends wird ein Six-Man-Tag-Match sein. Das freue ich mich ganz besonders. Und zwar Michael Kovac, heute an der Seite zweier ja, sehr unbeliebter Leute, nämlich Mickey Trash und Cybernick. Sie werden am Abend treffen auf Flash Gordon, Bernard Van Damme und Prinz Zeffi. Das wird nämlich ein Schlager und da wird das Haus toben. Zuvor sind Sie an der Apron www.catch.fr. Gehen Sie auf die Website. Sie ist sehr zu empfehlen, das ist eine sehr umfangreiche Seite. Allerdings natürlich in Französisch. Ja, in diesem Moment bin ich froh, dass Scott Ryder etwas unter seinem Shotdog trägt, weil das wäre kein schöner Anblick geworden. Was macht denn Flash Gordon jetzt? Er dehnt hier. Und wieder auf dem... Oh, da geht es ins Publikum. Und das ist Mickey Trash. Ja, und da hätte es fast diese ältere Dame erwischt. Da geht schon ordentlich zur Sache hier. Aber wieder zurück im Ring. Flash Gordon wird gezählt, da muss man jetzt... Aber es ist auch besser, weil draußen steht es 2 gegen 1. Also, dass sich da noch Scott Ryder wohlfühlt in diesen ganzen Klamotten, in diesem Rock, in diesen Stutzen. Aber können Sie sich diesen Mann in einem klassischen Wrestling-Outfit vorstellen? Naja, habe ich doch schon öfter. Wieder etwa wie Norman die Lunatic aussehen. Noch ein wenig diese Statur, Sebastian Buche-Statur. Hat er eigentlich, trägt er eigentlich einen Gürtel? Ist das ein Gürtel, das es einen Rock hält, oder? Zum Hosenträger hat er zumindest keine. Ja, es gibt ja auch andere Leute noch, die mit Röcken wresteln, oder? Die sehen auch so ähnlich aus von der Figur her. Naja, vielleicht lässt sich da was machen, vielleicht guckt man einmal Scott Ryder in der VWF. Oder die Wurzelhexe in der IWSF. Das ist auch möglich, natürlich. Le Wurzelhexe. Der ist noch jung, Wurzelhexe, also da. Der hat ja auch schon über, wie viel hat er? 108 Kilo, glaube ich, die Wurzelhexe. Aber er ist doch beweglicher als Scott Ryder. Würde sich ein gutes Tag Team bilden, Scott Ryder und Wurzelhexe. Aber wieder zurück jetzt zur IWSF. Flash Gordon, das Outfit, wie Sie haben es angesprochen, das trägt er schon seit Beginn seiner Wrestling-Karriere hier in Frankreich. Das passt ihm nach wie vor. Es musste nicht erweitert werden. Farbkombination ist natürlich sehr eigen. Ja, vielleicht hat er damit in den 70er Jahren schon begonnen, dann wäre es erklärbar. Blau, Rot und Gelb. Sind das irgendwelche Nationalfarben? Eigentlich fast. Blau, Rot, Weiß wäre Frankreich. Ja, aber Blau, Rot, Gelb vielleicht... Das gibt's Ecuador ein. Oder etwas in der Richtung, aber das wird wohl mit Flash Gordon nichts zu tun haben.
Ah, jetzt hat er es gemacht, an dieses Haarbüschel gegriffen. Scott Ryder. Aber ich glaube nicht, dass er ihn mit diesem Sleeper-Hold hier jetzt bezwingen kann. Und jetzt schon wieder draußen. Und Hammerlock. Und wieder an den Haaren. Ich weiß nicht, Flash Gordon? Gefallen die Haare von Scott Ryder? Aber er probiert es selber. Eine Tourkutsche. Eine Kopfnuss von Scott Ryder. Wie eine Kopfnuss. Also seine Kopfnuss möchte ich nicht fangen. Das war ein Spitz in die Nierengegend. Er ist ein Brawler eben. Ja, dieser. Ein Barschläger, kann man sagen. Hat gelbe Karte. Gelbe Karte. Die gibt es ja auch. Deswegen. Die gibt es ja auch in Frankreich. Die gelben Karten und die roten Karten natürlich auch. Ja, Scott Ryder hat sich in vielen Bars in Schottland schon geprügelt. Das sieht man auch an seinem Stil. Also er ist kein klassischer Ringer. Und sie haben ihn auch dann verwiesen natürlich. Aus Schottland. Ich glaube, er hat ein Einreiseverbot. Oh, den kennen wir auch. Diesen Elbow Drop. Relativ beweglich. Gerade dieser Elbow Drop, aber... War kein Wurzeldrop, aber... So angeschlagen ist dann Flash Gordon auch noch nicht. Und jetzt Trendy, ein Socken runter und einer oben. Sind wir in der Rapper-Szene des Öfteren. Aber das sind mehr die Hosenbeine, oder? Das hatte irgendeine Bedeutung, glaube ich, immer. Ja, Hosenbeine oder Socken, egal, aber... Ich glaube, wenn man links immer was hochträgt dann und rechts nicht, dann heißt das eigentlich, man gehört zu einer Gang. Ich finde jedenfalls, das sieht ziemlich beknackt aus. Das Outfit von Scott Ryder? Nein, dieser Brauch. Oh! Da wird er... Ja, und da ist er schon draußen. Zur Freude des Publikums. Da ist schon Mickey Trash. Sehr schick auch dieses Nieten-Tee hinten auf der Jacke von Mickey Trash. Das heißt Trash. Ja, natürlich, aber... Solche Nietenjacken sind auch nicht mehr unbedingt hip. Das hat ein 80er Gimmick, der Mickey Trash. Nietenjacke. Müsste man fast schon besorgen. Für die VWF-Garderobe. Für irgendein Gimmick einmal. Vormerken, Herr Peter, bitte. Mickey Trash. Scott Ryder jetzt da. Langer Zeit wieder zurück. Ich weiß nicht, Flash Gordon konzentriert sich nur immer auf den Bart. Ja, bis jetzt fährt aber gut damit. Wieder ein herrlicher altdeutscher Dropkick. Das könnte ein Cover. Ist das nicht eigentlich ein altfranzösischer Dropkick in diesem Fall? Naja. Nein, wir bleiben einfach bei der Bezeichnung. Oh, da war Mickey Trash jetzt. Hat eingegriffen. Das sagt in der Ringsprecher. Da gibt es vielleicht sogar eine Geldstrafe. Das könnte durchaus sein, das ist jetzt hier eine... Die ist jetzt natürlich schon in Euro zu bezahlen. Auf jeden Fall. Obwohl die Franzosen in Euro, glaube ich, sie dürfen das gegen Frau, glaube ich, ein oder zwei Monate länger verwenden, als wir hier. Ja, und Scott Ryder, der hat sowieso keine Euro. Nein. Schottische Pfund, glaube ich, hat er. Jetzt. Oh. Also ich glaube, Flash Gordon müsste eigentlich diesen Kampf wirklich gewinnen, denn Scott Ryder kann sich wirklich nur mit unfairen Mitteln... Oh! Fehler von Flash Gordon. Wollte gerade sagen, kann sich nur mit unfairen Mitteln helfen, aber das war eigentlich ein Fehler von Flash Gordon. Wie diese spitzigen Tritte. Und da ist Mickey Trash wieder. Mickey Trash hier. Das ist natürlich eine Taktik, die aufgehen könnte, wenn sie den Schiedsrichter ablenken können. Der Ringsprecher, der meldet schon sehr brav, wann was passiert. Und das müsste eigentlich der Referee mitbringen. Zweite gelbe Karte jetzt für Scott Ryder. Beim nächsten Mal ist es vorbei, das kennen wir. Der Ringsprecher überhaupt sehr wortgewaltig. Der Ringsprecher hält natürlich das Publikum auf Trab und will es natürlich hier richtig einbeziehen. Obwohl der Scott Ryder beeindruckt mich eigentlich mit nur unfairen Aktionen. Mickey Trash natürlich wieder. Wieder Ablenkung. Das ist jetzt das einzige Rezept, was hier gemacht wird von Scott Ryder.
Ablenkung. Scott Ryder, der scheint mir sehr limitiert zu sein in seinem Können. Naja, aber er hat Mickey Trash und vielleicht ist gerade das, was er, was ihm seine Siege beschert. Oh, jetzt. Oh mein Gott, Shoulderblock. Hier in den Rücken von Flash Gordon. Was ist da wieder Mickey Trash? Ja, Flash Gordon angeschlagen. Das ist ein Kick in die untere Rückenpartie. Flash Gordon musst du raten jetzt. Er ist, wie gesagt, ist nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube doch, dass er bessere Kondition hat als Scott Ryder. Aber er wehrt sich. Scott Ryder versucht, Flash Gordon in die andere Ecke zu befördern. Es geht nicht, weil sich Flash Gordon, den ich auch als stärker einschätze, der hält hier am Seil fest. Dann müsste eigentlich brechen den Move. Oh, wieder. Oh! Und Scott Ryder ins ungepolsterte Ecke. Und was sind das für herrliche Kicks? Takedown jetzt. Takedown. Flash Gordon Takedown. Und das ist Mickey Trash im Ring. Du müsste disqualifiziert werden eigentlich. Der Ringrichter hat es nicht wirklich mitbekommen. Wieder schöner Takedown. Eins. Zwei. Und wieder Mickey Trash. Was sieht es denn der Referee nicht? Zum zweiten Mal, dass Mickey Trash hier. Und Roll-Up jetzt von Scott Ryder. Eins. Zwei. Und das war's. Nein! Und das war's. Mon Dieu! Was für eine Überraschung! Das war eine. Also, das war vollkommen unverdient, wie ich meine. Ja, auf jeden Fall. Dem stimme ich zu. Scott Ryder wirklich nur durch Mithilfe von Mickey Trash und. Sogar der Ringsprecher ist erbost. Aber er kann auch nichts dagegen machen. Schiedsrichter hat es nicht gesehen und. Wir verbuchen einen Sieg für Scott Ryder. Das ihm sicher den Ranking jetzt drauf befördert. Wir hören schottische Gänge wieder. Dudelsackmusik. Und stampfen Sie jetzt auch mit, Herr Peter, ein bisschen? Nein, also doch. Nach dieser Leistung nicht. Schauen Sie diese Schritte an. Es tanzen kann er, dieser Scott Ryder. Sicher öfters Märsche gegangen. Im schottischen Outfit natürlich. Na leider, Flash Gordon. Aber er kann sich heute Abend noch revanchieren im Six-Man-Tag. Da ist allerdings Scott Ryder dann nicht dabei. Aber dafür Mickey Trash. Ja, und liebe Zuschauer, Sie entschuldigen das, wenn wir über die Promos hier einfach drüber quasseln, aber. Ich glaube, die wenigsten würden sie verstehen. Aber hier sehen Sie es, wie bei der WWA, Herr Peter, Pokale. Der allerdings nicht Flash Gordon gehört, sondern Scott Ryder. Und der hat ihn schon in der Hand. Und sein kleiner Pokal eigentlich passt ja eigentlich zu Scott Ryder. So, Match Nummer 2. Wird schon eingeläutet. Oh! Das ist aber eine andere Musik, die der Medienstar heute verwendet. Die kenne ich nicht. Gut, vielleicht verwendet die IWSF nur hauseigene Themes, wo die Wrestler, wie gesagt, aus dem Ausland keinen Einfluss drauf haben. Und Michael Kovac ist dafür bekannt, dass er nicht allzu viel Wert auf sein Entrance-Team legt. Ja doch, jetzt hat er schon seit längerer Zeit Kid Rock und gut, es kann natürlich auch sein, dass hier keine CD-Play-Anlage vorhanden ist. Und da haben wir ihn, Bernard Van Damme. Und Sie kennen das, Herr Peter, wir haben es angesprochen bei der NWA Germany. Vor ein paar Jahren, da spielt er mit und das ist heute auch sein, ja, ich würde mal sagen, Gimmick. Also nicht dieses Kessehöschen. Nicht der Chippendale heute, das ist der Gatekeeper, kann man sagen. Und auch die Musik natürlich von Vorbojahr. Und das ist der Schlüssel, das sind die Schlüssel zu Vorbojahr. Aber es geht hier nicht um die Schlüssel, glaube ich.
Ja, ist natürlich wesentlich populärer, wenn er hier im Fort-Boyard-Outfit zum Ring kommt, denn das kennen natürlich alle Franzosen. Hier sind sie, Michael Kovac. Das ist natürlich ein Klassiker, den wir jetzt sehen werden. Die beiden Leute traten nämlich nicht gegeneinander an in Bremen, Herr Peter. Aber es gab natürlich schon ein Aufeinandertreffen der beiden. Ich weiß nicht wo, aber zumindest bei der PWO, und zwar im Three-Way Dance. Eigentlich war noch Chris the Bambi Killer dabei. Ob er bei der IWW auf Benavanam traf, da müssen Sie Stefan Haupt fragen. Oder, Peter, wissen Sie da Bescheid? Aus dem Gedächtnis jetzt leider nicht. Ja, vielleicht rufen Sie Ihren Kumpel Mr. Ace an. Der weiß sicher Bescheid. Oh, da kommt schon eine E-Mail. Das war jetzt aber schnell. Nein, das, so schnell kann Mr. Ace auch keine E-Mail senden. Oh, Handshake. Ja, verweigert Michael Kovac. Kurze Information zu Bernhard Van Damme. Er kommt aus Brügge und wiegt 95 Kilo. Gilt als der Chippendale des Rings, aber heute vor... Oh ja, oh. Oh. Oh, ho, ho, ho. Ja, das hätte er nicht machen sollen. So leicht kommt man an diese Schlüssel nicht ran. Er wollte schon die Schlüssel nehmen. Die haben sicherlich einen, naja, ich würde sagen... Oh, das war jetzt aber eine sehr unfeine Aktion. Oh, Swinging Neckbreaker. Und Klosleiner, da geht er schon raus. Bernhard Van Damme. Wie ein Feuerwerk hier. Ja, das ist die Schlüssel, die er nicht nehmen soll, nämlich den Kovac. Für was braucht er eigentlich solche Schlüssel? Trainiert wurde übrigens Bernhard Van Damme von Exotic Adrian Street, wenn Sie den noch kennen. Ja, natürlich, den Mann kennt man natürlich. Ja. Auch als Sänger. Spielt übrigens im Film The Grunt, The Wrestling Movie mit. Auch bekannt unter dem Film American Mad Dog. Oder seine Platte natürlich auch ein Klassiker. Von Exotic Adrian Street? Natürlich. Die kenne ich nicht, die habe ich nie gehört. Michael Kovac brauchen wir eigentlich nicht näher vorstellen. Wer schon einige Video-Vegas-Tapes gesehen hat, glaube ich, sollte diesen Mann kennen. Oder wollen Sie zu Michael Kovac noch etwas sagen? Na, ich glaube, es gibt nicht allzu viel. Herrlicher Dropkicker! Paul Roma-Style! Es gibt ganz wenig Leute, die wirklich schöne und hohe Dropkicks springen. Und da nenne ich einmal Paul Roma. Ja, dann noch Doug Furness, Hardcore Holly und Michael Kovac. So, die haben sicher... Tito Santana auch? Ja, hat eine eigene Art des Dropkicks gehabt, so mehr mit einem Bein weggesprungen. Ja, aber wie gesagt, die Leute, die ich genannt habe, die haben es drauf gehabt, Dropkicks zu springen. Ja, Super Delphin fällt mir dann auch ein mit einem schönen Dropkick. Ich meine Heavyweight, Super Delphin ist kein Heavyweight. Ja, Michael Kovac, aber... Von Aktion zu Aktion macht er sich immer etwas unbeliebt, muss man fast sagen. Ja, er wurde auch, muss ich sagen, nicht wirklich willkommen hier in Frankreich. Also er hat wurde ausgepfiffen, man mag die Österreicher nicht, sie wissen es schon seit dieser EU-Geschichte, seit der neuen Regierung. Ja, und auf der anderen Seite Michael Kovac nicht gerade der größte Frankreich-Fan. weil, wir kennen das damals, liebe Fans, alle waren gegen uns, angeführt von diesem Präsidenten hier, Jacques Chirac. Und er trifft heute auf den Belgier, Michael Kovac. Und die Belgier sind ja auch ziemlich, ziemlich kontra Österreich. Dieser Minister oder Präsident Michel. Oh, oh, ein Roller. Eins, zwei, oh. Ich habe jetzt auch den Namen des Ringsprechers in Erfahrung gebracht. Es ist Monsieur Catch Petit Pierre. Also die haben alle... So klein sieht der aber nicht aus. Die haben alle... Oh, da haben wir die Spinning-Kick-Kombination gesehen. Beinamen. Oder vielleicht ist das ein Insider-Witz, ich weiß es nicht. Und die haben alle Beinamen. Also er ist Monsieur Catch. Also der Herr des Wrestlings. Ja, aber Petit Pierre kann ja auch nicht sein wirklicher Name sein. Petit Pierre, doch. Der kleine Pierre. Naja,
Steht hier dabei, dass er 115 Kilo hat und selbst auch schon trainiert habe. Aber ja, vielleicht hat er es nicht wirklich geschafft. Vielleicht hat er eine Trainerstunde genommen bei Flash Gordon. Oh, jetzt wieder Michael Kovac raufgehieft. Was tut natürlich weh. Brennan, aber geht's raus. Wo sagt ihr, das könnte ein Slingshot, Springboard-Aktion werden. Ja, herrlich. Die kennen wir, die kam bei Nava und Darm perfekt. Auch interessant, die Farbkombination der Ringseile hier. Rot, Weiß, Grün. Mexiko. Das ist vielleicht ein Lucha Libre-Ring. Nein, ich glaube, das ist, vielleicht hat er die Mafia gesponsert. Vielleicht kommt er aus Italien, der Ring. Aber die Italiener sind keine gebucht hier. Ja, Michael Kovac eigentlich ziemlich in der Bredouille. Soll ich ein paar Sponsoren aufzählen, die hier die Show ermöglichen? Bekommen wir da was dafür? Oh, sicher, ich werde... Ja, dann sagen Sie mal, von den größten dreien vielleicht. Beispiel hier haben wir ein Restaurant, das heißt Le Parc. Jean et Tony. Also das dürfte die Straße sein. Und sie haben drei Menüs. Specialit, Lyonnaise, Grenoise und Carte Gourmand. Was immer auch das heißen mag. Dann gibt es noch eine Firma, und zwar ist das die Firma Transport Arnaud. Ja, Entschuldigung, das ist ein unterbrechlicher schöner Konter von Bernard Van Damme. Transport Arnaud, und zwar... Oh, und jetzt die weiße Hand, Showdown Scissors von Bernard Van Damme. Ist diese Firma eine Spedition? Oder? Nein, es ist ein Busunternehmen. In der Nähe von... Ja, da habe ich schon gesehen, eine Anzeige von La Terrasse. Dieses nette kleine Restaurant. Restaurant Barroutier La Terrasse. Ja, liebe Fans, wir gehen ja auf Insider-Themen hier von uns halt nicht ein. Wir haben extra hier, machen hier eine Show aus Frankreich, wo wir natürlich auf die Umgebung hier eingehen. Auf... Wunderbare Nielift oder... Schlagen mit dem Knie. Die Landschaft ist auch sehr schön, wir sind lange gefahren hier. Es ist doch ein weites Stück von Paris, einige Stunden. Und es muss nicht immer sein, dass wir hier deutsche Szene erwähnen. Zumal ja gar kein Deutscher heute dabei ist. Und was kommt jetzt? Oh, die Otto-Rolle. Die hat er gelernt von Otto Wanz. Allerdings hat der sie nie so dynamisch durch. So nicht. Otto Wanz war um gut 100 Kilo schwerer. Ich kann auch schon für morgen etwas ankündigen, was welche Leute uns im Montbrison erwarten. Da werden wir eine etwas andere Besetzung haben. Da werden wir leider Brunsafi nicht sehen, genauso wenig wie Cybernick. Und auch Mickey Trash wird nicht dabei sein morgen. Da warten aber andere Leute, wie zum Beispiel der Portugiese Carlos da Silva. Ein, ja. Oh, wunderbares Pinkick, den kennt man von Michael Kovac. Dann werden wir auch dabei haben einen Maskenmann, und zwar den Golden Falcon. Ein unbekannter Mann. Aber aus Südamerika stammend. Ja, das aber alles morgen. Jetzt aber nicht aus Kolumbien. Nein. Nein, der kommt nicht aus Kolumbien. Ah, sehen Sie mal. Oh oh, Pancake! Und das könnte sein, der Finisher für Michael Kovac, oder einer der Finisher. Da muss er zählen. Zwei. Und im letzten Moment das kommt er raus. Das hat ihn nicht jetzt überfordert. Diesen Move hat er wohl noch nicht gesehen. Da war er erstaunt. Le Omelette. Oder wie? Le Omelette Buster. Und was kommt hier? Oh, Ansatz zum Cover Crusher. Und der zieht er durch. Und das könnte es jetzt sein. Zeigt hier den Finisher Nummer 2. Jetzt fehlt eigentlich noch der Katzdorfkocher, aber... Den haben wir nicht gesehen. STF. Submission, kann man sagen.
Vielleicht kennen das die Franzosen besser als diese neuen innovativen Moves. Aber der Ringrichter fragt eigentlich Bernard Van Damme gar nicht, ob er aufgeben will. Oh oh. Und das könnte sein. Katzdorf-Kocher? Nein, doch nicht. Nein, schöner, normaler Suplex. Ja, Bernard Van Damme muss jetzt einstecken. Er hat am Anfang wie ein Feuerwerk den Kampf begonnen, hat dominiert. Und dann ist aber Michael Kovac zurückgekommen und das... Vom zweiten Seil, aber das... Oh, Elbow Drop. Hat zu lange gedauert. Bernard Van Damme instinktiv. Michael Kovac auch schon länger nicht mehr gesehen, sondern Elbow Drop vom Seil. Ein Splash sieht man ja öfter. Und jetzt ist wieder Bernard Van Damme's Turn. Michael Kovac in die Ringe jetzt. Oh, Einsteiger. Ich hätte geglaubt, das ist ein Bulldog, aber... Ein sehr interessanter Move. Eigentlich gegen den... die Laufrichtung. Gegen die Laufrichtung. Hat den Schwung gebrochen und wollte Michael Kovac überraschen. Nochmal in die Ringe, Michael Kovac. Oh. Northern Lights Suplex. Und der war tief. Also so ein Northern Lights Buster fast. Boah. Also der war sehr tief. Da hat Michael Kovac Glück gehabt. Ich glaube, ist auch dementsprechend benommen jetzt. Ich glaube, jeder andere, mal, nein, jeder andere Semi-Pro, jeder andere Backyard-Wrestler hätte hier schlecht ausgesehen. Ich glaube, Michael Kovac gezeigt. Mal mit einem Satz aufs Top Rope und... Oh, wieder, herrlich. Huracanana vom Top Rope. Eins, zwei... Nein, aber das hätte sein. So angeschlagen ist er dann noch nicht, aber er scheint schon etwas benommen zu sein von diesem... Northern Light Buster. Northern Light Buster, ja. Boah. Muss man schon so nennen. Zum Glück war es keine Northern Lights Bomb. Bitte. Der Move ist dann zu gefährlich. Der ist sehr gefährlich. Könnte gebannt, der Move. Ja, und... Oh, Snake Eyes! Herrlich! Instinktiv wieder! Ich wollte gerade sagen, Bernard Van Damme offensichtlich nützte den Heimvorteil aus. Ist doch sehr dominierend gewesen bis jetzt, aber... Ansatz! Oh, Covercater! Neckbreaker! Ansatz! Down! Und das müsste sein. Das ist auch einer seiner Finisher. Eins, zwei... Und... Das war's! Put on the rope for good measure und das war's. Ja, also, das überrascht mich jetzt noch einigermaßen, Michael Kovac. Aber, kann man doch denkt sich da wahrscheinlich, in Frankreich kennt mich eigentlich eh keiner, da kann ich ruhig solche Taktiken anwenden. Genau, da schummeln wir ein bisschen einmal. Warum? Jetzt hat er sich sicherlich keine Freunde gemacht in der Halle. Aber ich denke, das ist ihm auch egal. Ja, und wen interessiert es ja, Peter? Die mögen ihn sowieso nicht, die Franzosen. Sieg ist Sieg, Geld ist Geld. Das wird ausbezahlt, der Pokal wird sicherlich auch noch überreicht. Höhnisch lässt er sich hier feiern. Ja, er war um das, sag ich mal, um das Äußerl der Bessere. Genau, aber auf der anderen Seite sind wir ein bisschen patriotisch, freuen wir uns über einen Österreichischen. Ja, schauen Sie diesen Mann an, der ist so begeistert von der Leistung von Michael Kovac. Dieser Bauer aus der Provinz, der ihm gerade den Pokal überreicht hat. Nein, das war Shopping, ja. Das war der Betreiber von La Terrasse. Ach so. Hat diesen Pokal gesponsert. Den kann er natürlich behalten, den Pokal. Verdienter Sieg. Es hätte schlimmer können. Schauen Sie, das ist ehrliche Freude. Ehrliche Freude ist das. Denn, ja. So oft ist man nicht in Frankreich gebucht, Herr Peter. Oh! Oh! Da freue ich mich, diesmal wieder zu sehen. Wir haben ihn ausgiebig in Brinkum gesehen, bei der NWR Germany. Und jetzt ist er in seinem Heimatland. Seiner Wahlheimat. Ja, also er wohnt ja schon sehr lange in Frankreich. Stammt aus der Karibik, Brüssefi. Und Sie sehen's, er trägt den IWSF Heavyweight Championship Belt. Das sieht ein wenig aus wie der WWF-Belt um das Jahr 1987. Glauben Sie mir, Peter, das ist kein Replika-Belt. Sind denn nicht bei der
in AWA oder bei der... bei Metcow zu Hause. Ja, in seinem Wohnzimmer. Jetzt haben wir schon wieder Euro Rest erwähnt. Und schon, da müssen sie eigentlich schon was, einen Euro in die Kasse schmeißen. Oh, diese Musik kennen wir natürlich auch. Ja, die kennen wir. Props an Bar Le Flor. Das ist ebenfalls ein Nachtclub hier in der Umgebung. Ob wir da heute noch hingehen, naja. Ich bin schon sehr müde, die Fahrt war anstrengend. Ich glaube, wir werden uns etwas aus dieser netten kleinen Konditorei holen. Die hat aber jetzt dann nicht mehr offen, gell? Ah, sie werden, glaube ich, für uns eine Ausnahme machen. Ah, Cybernick. Cybernick. Unverändert eigentlich das Outfit hier in Frankreich. Weil er, ja, warum sollte er eigentlich das Outfit ändern? Es hat ihm ja gepasst, dieses bizarre... Ja, und er hat sich ja das nicht für die NWA Germany ausgedacht, er hatte das ja schon vorher auch. Ja, vielleicht war es den Franzosen, ich weiß nicht, wie anstößig Franzosen sowas finden. Also die sind da sehr liberal, die finden, glaube ich, nicht so schnell was anstößig. Also ich glaube in Amerika zum Beispiel oder in den brüden Ländern, sage ich mal, Türkei vielleicht. Ja, aber dann hätten die Amerikaner ja auch Demolition anstoßend finden müssen. Ja, gut. Amerikaner sind überhaupt ein komisches Volk. Ja, sehr doppelmoralig. Ja, richtig. Foto-Video Renault in 63 Rue de Pinerie, et Place des Combattants. Werbung natürlich. Kann es sein, dass manche Franzosen dieses Tape auch sehen werden. Sie werden wahrscheinlich uns nicht verstehen, aber vielleicht hören sie ihren Firmennamen heraus. Wie zum Beispiel die Firma Rundi Forestier Möbel. Das heißt nicht Möbel wie Tische und Schränke. Ich weiß nicht, was es heißt. Ja, was auffallend ist, sehr viele Sponsoren. Sehr viele Sponsoren, unglaublich viele. Auf jeder Seite. Ich habe hier das Programmheft. Ist auch ein Einzelexemplar, das hat sonst keiner bekommen. Dass auf jeder Seite circa 4 bis 5 Sponsoren sind. Ja, also es sind das Verhältnis Wrestler zu Sponsoren ist etwa 1:6. Ja, und so kann man natürlich hier Shows finanzieren. So kommen Leute und sollen sie mal ein Beispiel nehmen, die Österreicher und Deutschen und Frankreich. Wieder zum Ring jetzt. Pacifique. Champion hier. Haben wir eigentlich Prinzipien in Cybernick gesehen? In Brinkum? Ich kann mich jetzt fast gar nicht erinnern. Ich glaube fast gar nicht. Zumindest nicht im Einzelmatch. Tech-Teams haben sie es häufig miteinander zu tun gehabt. Ja, das weiß ich. Müsste ich jetzt da auch in meinem Archiv nachschauen. Ich habe alles mit. Laptop ist natürlich wieder dabei. Und der kann uns das natürlich auch gleich sagen. Ich habe mir mal beim Laptop das nirgendwo übersetzen lassen auf Französisch und hier steht Nul part. Also von daher kommt Cybernick auf Französisch. Und des Weiteren, weil ja jeder Wrestler hier in Frankreich einen Beinamen hat, Cybernick gilt als der Virus, Viru de Wrestling, The Catch, Entschuldigung, natürlich, Viru de Catch. Oder wie würden Sie Virus? Wie kommt denn das zustande? Ja, ist, weil er mit seiner Einstellung und seiner Art praktisch ein Virus im Wrestling ist. Sehr eigentümlich. Ja, das ist Frankreich, Herr Peter, das ist immer was anderes. Nein, wir haben, muss ich sagen, das Match nicht gehabt in Bremen in den 9 Tagen. Also das ist dann auch ein Match, das wir zum ersten Mal sehen, Prinz Zeffi gegen Cybernick. Ja, aber wir wissen, was die beiden können und von daher noch dazu sehr vielversprechend. Eine Titelherausforderung für Prinz Zeffi. Vielleicht sehen wir heute einen neuen Champion. Nach diesem Match gibt es übrigens das angesprochene Mixed Intergender Tag Match. Da sehen wir Mickey Trash wieder. Mickey Trash kommt dann zum Mietenjungen. Ja, der tritt 2-mal auf heute. Und 3 Ladies, wobei eine keine Unbekannte ist. Missy Blonde, die Freundin von Michael Kovac.
Jetzt Power Slam gleich zu Beginn. Aber nur ein One-Count. Also Cybernick legt gleich mächtig los. Der Bear. Hui. Übrigens, Herr Peter, der Referee, heute sehr oft im Einsatz, leitet alle Matches bis jetzt. Und schauen Sie sich an, wie er ausschaut. Er ist nicht mehr der Jüngste, ja, aber ein fesches Marschall. Und Prinz Zeffi befördert bereits Cybernick raus. Die Zuschauer sind hier natürlich auch... Oh, Baseball Slice, aber was für einer. Prinz Zeffi hat, glaube ich, ein paar Quincy-Tapes zu Hause. Was übersetzen Sie mal? Right, okay, very good, bitte. Denn der Move war right, okay und very good. Ja, da muss ich erst nachsehen. Sie meinen, Sie gehen jetzt wieder mit dem Laptop auf Babyfish. Wird übrigens irgendwas abgezogen vom Gehalt, dieses Herumsurfen beim Internet. Ja, das sponsert das Network, das ist schon drinnen. Cybernick jetzt. Wir haben ja gesehen bei der NWA Germany, Cybernick war oft in Tag Team Action. Und zusammen mit Maverick war er sehr, ja, würde ich sagen, kaum erfolgreich. Ja, aber den hat er heute nicht dabei. Er hat dann natürlich auch Single Matches bestritten. Diese auch nicht allzu erfolgreich. High Cross Body ist von Prinz Zeffi. Er hat einmal Leon van Gasteren besiegt, da kann ich mich erinnern. Also, auf Ihre Frage vorher zu antworten, Bibelfisch sagt Bo. Okay, Treppo. Das muss doch schneller gehen, bitte. Na, warten wir ab, bis eine gute Aktion kommt. Allerdings, sowas wird man von Quincy nie hören. Das kann ich Ihnen versprechen. Ja, höchstens, er macht einen Französischkurs. Das kann ja sein. Man aus Kentucky, USA. Also, momentan, glaube ich, in der WWF zu sehr beschäftigt. Hat für sowas keine Zeit mehr. Konkurrenz ist sehr stark und viele Leute sind unter Vertrag und es ist natürlich eine harte Konkurrenz für den Quinzer. Ja, aber schweifen wir nicht wieder ab. Wir wollten ja in Frankreich bleiben. Ja, es tut sich momentan nicht viel. Prinz Zeffi am Boden, Cybernick. Hat er vorher viel nehmen müssen. Was erklärt er ihm hier? Cybernick deutet ja an, er hat auf den inneren Oberschenkel getreten und nicht dorthin, wo es jetzt Prinz Zeffi schmerzt. Aber ich muss gestehen, die Schiedsrichter pfeifen hier sehr, muss ich sagen, noch nicht so kleinlich wie in Bremen als Dave Morgan oder die Gap-Karten. Es gab vorher zwar zwei gelbe Karten, die waren aber berechtigt, denn Scott Ryder wusste wirklich nichts anderes. Aber hier... Ja, es dauert halt manchmal etwas länger, bis er zum Cover am Boden ist, aber sonst sehr korrekt. Haben wir den auch im Programm stehen eigentlich? Sehen Sie doch mal nach. Den Referee-Man? Ja, natürlich, der muss doch auch da sein, wenn Petit Pierre im Programm steht. Petit Pierre hat, glaube ich, bis jetzt keine einzige Pause gemacht. Er redet praktisch schon seit gut 40 Minuten ununterbrochen. Was sagen Sie dazu? Der Mann muss ein... Diese Stimmbänder müssen ja wirklich das Gold sein. Ja, Cybernick mit ein Arzt lieber holt, aber... Weiß ich, wie wird er dann nicht zur Aufgabe zwingen können. Er möchte sich sicher nicht so von seinem Belt verabschieden. Ja, ich leider finde ich den Referee nicht. Allerdings, wenn wir morgen, wenn ich jetzt gerade auf einer Seite bin, wo ein anderer Wrestler abgebildet ist, einen jungen Mann sehen, der gilt als die Hoffnung in Frankreich. Er ist, glaube ich, an die 20 Jahre alt. Es ist Kreklover. Es ist ja ein Sunny Boy. Daneben. Und Palsy mit einer Bahnschranke. Er ist erst seit einem Jahr dabei, Herr Peter. Kreklover. Ich habe den Singer nachher auch im Interview. Aber er trat schon voriges Jahr auf vor 1200 Leuten. Also das ist beachtlich. Da kann ein, naja, ich würde sagen... Nein, Prinz Zeffi. Nein! Oder tut es. Oh,
da. Gelbe Karte. Ja, leider jetzt. Gelbe Karte. Gelbe Karte für Pressafi. Die hat ja auch in Bremen hin und wieder gesehen. Aber das war absolut berechtigt. Zu offensichtlich. Ich würde mir gerne hier in Frankreich einen Steinblock wünschen. Nein, bitte, bitte nicht. Doch. Ich glaube, er wäre sehr unbeliebt hier. Aber er ist trotzdem überall, wo er hingeht, sehr unbeliebt. Aber ich finde ihn dennoch als eine der wenigen Legenden in der Euro-Wrestling-Szene. Also, sollten wir, so wie es aussieht, nicht heuer im Ringkampf dabei sein, ja, wird mir ein Mann sicherlich abgehen zu dieser Zeit. Das ist Eddie Steinbrock. Schade. Ja, Sie können eine Euro-Show sponsern und ihn dann einladen. Ja, ich würde ganz einfach zur Weihnachtszeit ein paar NWR Germany Tapes in den Videokanal hauen und mir Eddie Steinbrock Matches anschauen. Pulsifi stampft jetzt das Cybernick richtig in die Matte. Und noch eine gelbe Karte für Pulsifi. Also das war jetzt schon etwas kleinlich, weil stompen darf man ja wohl noch. Was hat denn heute Prinz Zephy andere Schützer? Er hat Ellbogenschützer heute, glaube ich. Aha, die hat er nie gehabt, glaube ich, bis jetzt. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Bremen nicht, nein. Den Ring schätze ich auf jeden Fall besser. Oh, oh. Und Avalanche von Prinz Zephy. Ich habe den Ring kurz betreten, die Seile sind ein Wahnsinn. Also ich habe selten so gute Seile gesehen. Und von der Härte her würde ich ihn in etwa einreihen wie Franz Schumanns Ring, vielleicht eine Spur weicher. Aber sonst eigentlich ein klassisch guter Wrestling-Ring. Oh, jetzt ein Submission-Move. Aber er muss ihn lösen. Er ahnt, dass er nicht an der Maske ziehen soll. An dem Hinterteil der Maske vor allem. Da hängt nämlich immer so ein Fetzen runter bei Cybernick. Ja, da ist uns schon bei der NWR Germany unangenehm aufgefallen, dieser Zusatz. Ja, das sollte man auch während des Matches, glaube ich, abnehmen oder so schneiden lassen, dass man das ablegen kann. Das kann auf jeden Fall stören und behindern. Cybernick findet im Moment überhaupt nicht ins Match, wird da platt gemacht in der Ecke mit den Shoulder Blocks. Das Match ist etwas außer Kontrolle geraten schon. Prost Zephy legt jetzt keinen Wert mehr auf Technik. Er will nur mehr mit Brachialgewalt hier Cybernick bearbeiten. Ja, aber das könnte ein Fehler sein, weil mit Brachialgewalt kennt sich Cybernick natürlich auch gut aus. Und Fehler von Prost Zephy. Crossline. Gibt jetzt eine kleine Verschnaufpause, Cybernick. Und Elbow, das könnte es sein. Naja, also so schnell glaube ich nicht. Das ist auch eine nette Technik hier zu zählen. Ja, sehr dynamisch eigentlich für das Alter. Er geht erinnert mich ein wenig an Skigymnastik. Zu einem einbeinigen Liegestütze. So etwas in der Art. So mit Hansi Hinterseher gab es das, glaube ich, früher. Früher? Die Skigymnastik, ja. Skigymnastik? Und Rosi Mittermeier. War da nicht Christian Neureuther dabei? Nein, der war bei Dalli Dalli. Achso. Oh, da Elbow vom Top Rope. Nein. Aber sehr schnelles Kickout von Pulsifi. Der zeigt dir, so schnell gebe ich meinen Gürtel nicht ab. Aber es gab immer so zwei Skiteufel. Ja, der Pistenteufel war das. Der Pistenteufel. Zwei gab es da. Zwei sogar? Ja. Einer mit einem Fell und ein Teufel mit einem ein Schwarz und einer mit einem. An den mit dem Fell erinnere ich mich, der hatte ein sehr interessantes Outfit. Und einen zweiten gab es, glaube ich, auch noch. Einen roten Outfit. Müsste man fast schon im Internet nachschauen. Wie ist die Serie? Ich kann mich an den genauen Titel leider nicht mehr erinnern. Also das weißt du, es war der Pistenteufel. Müsste so Anfang der 80er gewesen sein. Jetzt zeigt man nicht, macht sich da an, den Turnbuckles zu schaffen. Die gehen hier sehr leicht runter. Das ist schon auffällig. Also in Frankreich gibt es ja auch herrliche Skiorte. Chamonix zum Beispiel. Ist nicht in der Schweiz? Nein. Bitte. Auf jeden Fall ist es nicht billig. Grenoble. Grenoble, ja.
Und jetzt Cyberbomb vom zweiten. Und Seffi kommt raus. Leider. Macht der Cybernick jetzt auf dieser Seite? Oh, das könnte sein. Also Fee ist sehr weit weg. Oder will er, was will er hier zeigen? Ein High-Cross-Party-Sprung oder? Es dauert alles etwas lang. Ja, zu lang. Und da holt er ihn runter. Da holt er ihn runter. Es hat zu lange gedauert. Hätte er nicht machen sollen, Cybernick. Denn diese Ellbogenschützer sind quasi wie eindeutig zu groß. Oh, haben Sie das Uppercut gesehen? Ja, gehört vor allem. Da wirbelt diese Kapuze dahin. Da wirbelt seine Kapuze herum. Und Backbody Drop jetzt. E-Mail bekommen. Ja, jetzt können wir leider nicht. Wir können nicht. Wir sind in der Entscheidungsphase dieses Matches. Obwohl jetzt wohl eine Aktion. Sehen Sie doch mal kurz nach. Müssen wir nachschauen. Obwohl ich glaube, sehr wenig Deutsche hier sich dafür interessieren werden. Oh, das war jetzt natürlich unglücklich von Bronze Vieh. Was habe ich, hab ich jetzt nicht gesehen? Herr Peter, weil zieh mich da mit diesen blöden E-Mails wieder beauftragen. Ich umgerannt. Ja. Was ist denn da? Geht einfach rein. Schlackst hier in den Ring. Sieht auch nicht wirklich sehr dynamisch aus. Aber der hilft dem Ring. Nein, auch, das ist aber sehr das nett. Ist ein höflicher Mensch, dieser Peter. Aber Bronze Vieh hat schon zwei gelbe Karten. Hoffentlich wird ihm das jetzt nicht falsch ausgelegt. Als Absicht. Na, hoffentlich nicht. Nein! Ja, doch! Rote Karte! Um Gottes Willen. Vergönn ich ihn, aber. Ja, aber das hilft aber Cybernick nicht. Nein, denn vergönn's ihm. Vergönn's ihm. Erinnern Sie sich, Herr Peter, als Eddie Steinbock disqualifiziert wurde? Ja, das war absolut gerechtfertigt. Gegen das Prinz war ein blöder Zufall, aber... Ja, ja, nein, ja, das war kein Cybernick, Zufall. Ob er sich jetzt wirklich freuen kann, er bekommt den Gürtel nicht durch Disqualifikation. Nein. Er bekommt vielleicht maximal einen Pokal. Bekommt keine Gürtel, also Match muss natürlich entweder per Submission oder Pinfall gewonnen werden. Aber dennoch eine herbe Niederlage für Prinz Seffi. Ja, aber das war absolut unglücklich. Das war nicht unglücklich, sowas tut man nicht. Ja, er hat den Ringrichter nicht gesehen, er ist unabsichtlich in ihn hineingelaufen. Ja, ja, das sagen Sie, ich habe es nicht gesehen. Haben Sie den Zeitlogbeweis? Dann lesen Sie doch zumindest das E-Mail vor, wenn Sie schon nicht gesehen haben. Wenn Sie Bruno mich rausgeworfen hätten, würden wir jetzt den Zeitlogbeweis sehen. Ja, Bruno war... Zu teuer. Nicht beliebt bei den Fans und außerdem zu teuer. Gerade heute in der EU-Zeit muss man auch Italiener engagieren. Verdienter Sieg für Cybernick und da ist auch schon der Pokal für ihn. Aber ich werde das als Sinnvolles machen, ich werde jetzt klären, wie der Referee heißt. Der ja, und falls Sie sich fragen, liebe Fans, was das E-Mail zu bedeuten hatte, es war ein junger Mann, der mit dem Namen Feltrini, der sich für die VWF interessiert. Also nichts wie Vegas internes eigentlich. Da haben wir es. Ja, Peter, also das ist Schiedsrichter Robert Prevot. Robert Prevot, okay. Und Cybernick ist ja jetzt etwas unsanft aus dem Ring befördert worden. Panzerfi lässt sich feiern. Ja, die Fans verzeihen sie ihm, dass er hier verloren hat und feiern ihn trotzdem. Robert Prevot, ein sehr fähiger, sehr wichtiger Mann. Das ist eine gute... Robert Peter, schauen Sie mal. Die Kapuze. Das sollte er wirklich mal überdenken, diesen Platz. Der passt echt nicht dazu. Was macht Prinz Seffi, ja? Zurück in den Ring. Vielleicht droht jetzt nicht Robert Prevot Prügel an. Er kann nichts dafür, Robert Prevot. Er hat diese... Entscheidung richtig gesehen und richtig getroffen. Ja, macht das Richtige, flüchtet aus dem Ring. Ja, steht auch kurz vor der Pension, also warum sollte sich da jetzt noch von diesem Prinz Zephyr... So, Herr Peter, wir sind beim nächsten Match, vorletztes Match, aber mit Sicherheit spannend. Mixed Tag Match haben wir hier. Mickey Trash und Melodie Christie. Also ist das eine Freundin? Die hat nämlich auch so eine schicke Lederjacke. Das ist seine Freundin, ja. Melodie Christie. Die wrestelt auch. Noch nicht lange, aber
Sie werden sehen, es ist eine harte Nuss. Diese und hat Frau. Auch Nieten auf ihrer Jacke und sogar noch Fransen. Also das volle Programm. Fransen hat Michael Kovac auch Fransen, bitte. Also nichts gegen Fransen, ja. Ui. Und wieder im Ring Robert Prevot. Ja, der ist all night long hier. Ja, also IBSF hat halt nur einen Referee eingestellt. Ersparen sich hier einiges. Ich sehe Deutschland, die haben gleich vier Refs. Und zwei Ringsprecher teilweise. Ja. Die aber sowieso alle ehrenamtlich. Jetzt mal diese Musik. Und es kommt jetzt nicht Chris Goliath, aber es kommt auch nicht Wanderlei Silva. Und auch nicht Leon van Gastrein. Nein, Missy Blonde und Divine Isabel. Die gefällt mir schon besser. Allerdings vom Gewicht. Melodie Rüsti. Vom Gewicht her glaube ich fast schon gemeinsam so schwer wie Chris Goliath. Alleine. Oder? Nein, also jetzt tun sie diesen Damen nicht unrecht. 260 Kilo. Glaub, ja, Chris Goliath hat 130 Kilo. 130 hat er doch. Naja. Missy Blonde. Typisches Outfit. Divine Isabel. Die kenne ich nicht. Sieht aus der Ferne etwas aus wie Jesse B. Aber... Ah, bitte. Also Jesse B hat doch wesentlich reizvollere Kleidung an. Mit dem Leder, Latex, Hosen. Eine nette Frisur hat diese Dame. Missy Blonde? Die auch. Oder meinen Sie Melodie Christie hier? Nein, also... Das ist, glaube ich, Ihr Geschmack, Herr Bitt, oder? Also bitte. Also, Entschuldigung, Sie sind ja verheiratet, aber trotzdem. Ich habe schon oft gesehen, Sie schauen gerne auf junge Damen. Speziell, wenn wir unterwegs sind. Aber dann lieber auf die linke Seite des Rings heute. Sie können froh sein, dass Ihre Frau hier diese Wrestling-Tapes nicht sieht. Weil die sind weggesperrt im Schrank mit den anderen Kassetten. Aha, was macht jetzt... Gibt es hier noch eine Vorstellung? Vielleicht darf Missy Blonde wieder hineinkommen und nichts sagen, so wie bei der NWA Germany. Nein. Ich glaube, hier gibt es noch so einen Art Stare-Down oder Handshake oder sonst was. Ja, Missy Blonde ist sicherlich die athletischste Dame hier. Wenn ich mir jetzt so Melodie Christie ansehe, also die hat doch schon einige Speckfalten aufzuweisen. Aber vielleicht ist sie halt trotzdem tough as nails. Hat die schon ein Kind, Melodie Christie? Melodie Christie von Mickey Trash, meinen Sie? Nein, hat keines. Vielleicht wollen sie noch einige Jahre hier im Wrestling-Zirkus auftreten und dann eine Familie gründen. Kann ja nicht schaden, die Trashs. Trash-Family. Naja, schaut ja recht ansehnlich aus hier, dieses Outfit, aber gut. Natürlich eine Farbe, die nur Damen tragen, so ein Zyklamen. Sie haben gut aufgepasst damals bei Ihren Jolly-Bunt-Stiften. Zyklamen. Ja, zur Farbe, die habe ich gerne gemalt. So, jetzt geht's los. Hip-Toss jetzt von Divine Isabel. Und das ist herrlich. Fast schon Lucha Libre. Allerdings falsch angesetzt, Herr Peter. Nämlich mit rechts. Was wird denn der Medienstar wieder sagen? Die arbeiten falsch. Ja, Goofy-Style. Ja, aber vielleicht ist es in Frankreich so üblich, dass die Damen dort rechts arbeiten. Nein, aber Sie haben es angesprochen. Vielleicht ist es Lucha Libre und Lucha Libre arbeitet man nur auf rechts. Das ist eine bekannte Tatsache. Jetzt Einsteiger von Missy Blonde. Sagen Sie jetzt die Frisur von Melody Christie. Also, ich möchte lieber nichts zu ihrer Gesamterscheinung sagen. Erinnere mich ein wenig an Gary Mountain. Zumindest an seinen neuen Look. Ja, da lachen Sie jetzt nicht. Ich weiß, das ist ein guter Bekannter also von Ihnen. Also was für ein Vergleich. Ein guter Bekannter von Ihnen, aber es war jetzt kein Diss, aber es war nur ein Vergleich. Aber Gary Mountain hat nicht so einen harten Nietengürtel. Gut ausgebessert noch. Das war aber knapp, Herr Peter. Das hat sie noch gut ausgebessert. Gut, das ist eine Frau, das muss mir verzeihen. Bei der kann nicht immer alles klappen. Also. Aber jetzt, Herr Peter, jetzt passen Sie mal auf, was da jetzt los ist. Weil da gibt es keinen Mann in der anderen Ecke. Das ist überhaupt eine eigenartige Match-Ansetzung. Missy, bitte.
Ach, sie sollte taggen. Oh mein Gott. Harter Kick von mir. Einen Slam mit links. Naja, der kann alles, dieser Vicky Trash. Und da ist die Wein Isabel. Ich nenne sie einmal nur mehr Isabel. Ah, dieser Kick, Missy sollte taggen. Der hat dir zugesetzt jetzt. Das ist natürlich jetzt, muss ich vorstellen, also Vicky Trash, der hat natürlich dementsprechende Stiefel an, so richtige Boots, die zu diesem Nietenwestchen passen. Aber schauen Sie, die Wein Isabel ist sich nichts gefallen. Wow! Jetzt ganz die Frau. Ja, das wird jetzt wohl zurückgezahlt. Ja, ja, sieht man schon. Die Arme. Ja, hält sich da überhaupt nicht zurück. Nein, es ist auch erlaubt hier. Die Ladies. Also der gelbe Karte. Oh! Das gilt den Fans. Aber hat er sich jetzt umgezogen? Oder ist das ein anderer Ref? Wer? Das ist. Der hat doch vorher ein schwarzes Hemd. Ja, da hat er sich jetzt halt ein weißes angezogen. Bitte. Nach dem Matches schwitzt man doch. Oh. Herrlich, wow. Standing Monkey Flip. Herrlich. Und Dropkick. Vicky Trash. Wird zugesetzt jetzt. Also taggen oder wieder taggen? Ja, dann wird es auf einmal anders. Er sieht, dass es nicht so einfach geht. Ja, vor allem, er hat noch ein Match heute am Abend. Und im Six-Man-Tag-Main-Event. Oh, das war an den Haaren gezogen, ganz hart. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so eine Frisur hatte. Oder war ich? Nein. Als Kind, glaube ich, maximal in der Volksschule. Bildete ich mir ein, so eine Frisur haben zu müssen, aber kam schnell davon ab. Herr Petersi? Ich spreche jetzt von Melody Christie. Nein. Wenn, dann den klassischen Seitenscheitel, aber nicht diese Pilzfrisur, diesen Pilzkopf. Na, scheint aber in Frankreich hier noch modern zu sein. Oder ist es vielleicht wieder im Kommen? Naja, aber wenn Sie sich Mickey Trashs Nietenjacke ansehen, der scheint auch irgendwo in den 80ern hängen geblieben zu sein. Da ist es dann kein Wunder, dass seine Frisur hier zustande kommt. Also die beiden kennen sich, Isabel und Melody Christie. Obwohl ich natürlich Melody Christie auch eher als Brawlerin einschätze. Also sie ist auf keinen Fall technisch so versiert wie Divine Isabel. Die übrigens, das ist jetzt wieder ein wenig internes, das ich verrate, kurze Zeit mit Bernard Van Damme liiert war. Da staunen sie, liebe Fans, nicht? Aber das Gspusi, sage ich mal, ist schon wieder beendet. Die Wein Isabel hat momentan, soweit ich weiß, keinen Freund. Auch nicht. Melody Christi hat. Ja, müssen Sie denn bei jeder Veranstaltung so aus dem Nähkästchen plaudern? Also. Ja, vielleicht interessiert es welche. Oh, eine harte Großlein. Also für die Fans, die jetzt hier das Match sehen, die einzige, die solo ist, ist die Wein Isabel. Ich werde sie mal fragen, ob es in der Gegend eine Sauna gibt. Sie wollen sie fragen? Ja, sie kennt sich ja aus in der Gegend. Also ich glaube, sie werden jetzt hier noch einige Zeit am Kommentatorenpult sitzen und da wird diese Frau schon längst angezogen und mit dem Bus auf der Heimreise sein Richtung Montbrison. Wo morgen auch eine Show stattfindet. Aber ich schaue gerade auf meinen Kalender. Morgen gibt es gar kein Ladies Match. Das heißt, da wird es nichts für bitter. Die Frau wird heimfahren. Und außerdem, Herr Peter, Sie sind verheiratet. Dass Sie als Vorzeigemann hier in. Ja, das geht nicht, Herr Peter. Denken Sie da nicht von dem Kampf ab. Missy Blond ist wieder im Ring. Zum ersten Mal, glaube ich, mit. Oder nein, am Anfang waren Sie, glaube ich, zusammen. Backdrop jetzt von Christie. Sieht immer wieder ähnliche Moves, also das Repertoire ist von Melody Christie noch nicht wirklich groß. Es ist ungefähr genauso beeindruckend wie ihr Outfit. Nein.
Aber sie hat hammerharte Schläge. Und wieder in den Magen. Das hat sie von Mickey Trash, ihrem Mann. Diese harten Schläge. Oh. Ja, und jetzt haben wir wieder dieses Mismatch. Headbutt jetzt von Mickey Trash. Und Side Backbreaker jetzt. Backdrop. Und wir Tag zu Melody Christie. Das ist ein erholsames Match hier von Mickey Trash. Jetzt sollte man Robert Prevot eine gelbe Karte zücken, glaube ich. Langsam wird es Zeit hier. Attention, haben Sie gehört? Aufpassen. Aber da lässt er sich zu leicht ablenken und das bedeutet natürlich nichts Gutes für Missy Blonde. Da tut sie ja nichts Gutes, die Divine Isabel. Oh, also Missy Blonde hat schon lange nicht so viel einstecken müssen. Nicht mal im Training. Oh! Das ging jetzt gründlich daneben und da Tag ist sogar Mickey Trash aus dem Ring gefallen. Divine Isabel. Ja gut. Aber jetzt muss sie da schneller nachsetzen. Missy Blonde hat doch einiges abbekommen. Bin gespannt, ob jetzt Divine Isabel den Sack zumachen kann. Oh, Released Fisherman Suplex. Eigentlich so eine Art kleiner Katzdorfkocher. Ja bitte, den haben wir heute leider nicht gesehen. Aber auch verkehrt angesetzt. Sehr interessant. Wow. Will ich Schluss machen. Aber wir kennen ihren Finisher leider noch nicht. Sein Slam wird es ja wohl nicht sein. Elbow Drop. Noch einer, ja. Erinnert mich ein wenig an Velvet McIntyre. Die Frau? Ja. Nach dem Haarstil, ja, haben Sie recht. Backdrop. Aber jetzt müssen wir bald Schluss machen. Ich weiß nicht, ob sie noch nicht wirklich einen Finisher zeigen will oder ob sie noch einmal die Melody Christie hier. Aber das könnte sein. Moonsault. Nein, Reverse Tycho's Body. Zwei. Mickey Trash. Mickey Trash im Ring. Ja, war es das jetzt? Nein, oder? Und da attackiert Missy Blonde, Mickey Trash, also. Oh! Oh, Doppel-Close-Line hier mit Mickey Trash. Das ist jetzt überraschend aus von den Ladies. Oh, Doppel-Elbow. Und zu zweit können sie ihm dann doch zusetzen. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Oh, jetzt geht's rund. Jetzt muss Mickey Trash ziemlich einstecken hier. Von beiden Ladies. Doppelt hält besser. Aber noch ist es nicht vorbei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Cotrange Suplex. Cover 1, 2. Und das war's. Das war aber klar, bitte. Da ging ja natürlich wieder der Druck auf den Magen. Cotrange Suplex, Ausheber und Sieg für Mickey Trash und Melody Christie. Ja, also da muss sich der Matchmaker ja einiges anhören. Also wer auf diese Idee gekommen ist, hatte wohl etwas zu viel. Was mich interessiert, Peter, wird es da Backstage Heat geben zwischen Michael Kovac und Mickey Trash, die jetzt dann noch im Tag Team, also im Six-Man Tag sind? Oder ist das einfach Business is Business? Ja, man muss abwarten, wie ernst das ist. Ja, ich glaube, da wird sich jetzt auch Michael Kovac nicht so viel damit beschäftigen.
So, Mr. Henke, jetzt sind wir im Main Event. Warten Sie, ich muss mal runterschlucken. Hab da natürlich mein Buffet dazu gegriffen. Verdientermaßen. Die Froschschenkel waren schon aus, oder? Ja, aber ich habe hier herrlichen französischen Schimmelkäse. Ach, tun Sie den wieder weg, der stinkt ja bestialisch. Ja, natürlich Paprika, die gibt's ja auch. Mmh, das schmeckt ja wieder. Aber Sie sehen hier Mick Thrash, Cybernick und Michael Kovac. Mick Thrash, bitte. Habe ich jetzt Mikey gesagt? Nein, Sie haben gesagt Mick Thrash. Nein, ich habe schon Mickey gesagt. Mickey? Also natürlich. Eine große Form von Mike halt. Mickey. Wow. Ich fühle, dass ich den Mund voll habe. Aber wenn ihr wüsstet, was es da alles im Buffet gibt. Presse Zeffi, Flash Gordon, Bernadam. Die gibt's aber nicht am Buffet. Nein. Die gibt's aber jetzt im Ring. Ja, und das ist eine geballte Ladung an Potenzial und Können. Und da wage ich gar nicht zu sagen, wer da hier den Ring als Sieger verlässt. Der Flash Gordon und Paul Zeffi haben beide verloren. Nicht nur die. Ja, schauen Sie mal Bernadam an. Es gibt überhaupt, das ist überhaupt ein Loser-Team. Das ist das Loser-Team, Herr Wetter. Die haben alle drei verloren. Welch Zufall. Aber ich sehe die drei trotzdem in der leichten Favoritenrolle. Einfach Mickey Thrash ist eine Unbekannte. Vor allem Cybernick und Tag Team Matches ist keine gute Kombination und Michael Kovac, vielleicht hat er jetzt, weiß ich nicht, ob er so gut hineinpasst in dieses Team. Vor allem, die Frage ist, hat Michael Kovac nicht jetzt ein bisschen Blauen ein wenig im Hinterkopf und den Gesundheitszustand? Und dann habe ich jetzt kurz Backstage auch gesehen, dass er sich ständig blass um die Nase, ständig den Magen gehalten hat und Bauchschmerzen hat. Also das wird, das alles könnte ein ausschlaggebender Faktor sein. Und vielleicht sind sie schon, sagen, haben sie keinen Hunger mehr, die drei Leute, weil sie alle gewonnen haben. Aber eigentlich muss hier Prestige zählen und deswegen, glaube ich, wird jeder sein Bestes geben. Ja, das ist natürlich ein Main-Event-Match und solche verliert man besonders ungern. Haben Sie nur diese Schnecken probiert, Herr Peter? Nein, also das ist nicht so mein Fall. Also Fans, wenn Sie Schnecken probieren, ja, kommen Sie nach Frankreich. Da gibt es ein Geschäft. Da gibt es verschiedene Arten von Schnecken. Boah. Am besten sind sie frisch und mit diesem Kräuterzusatz drin hineinstopft. Das macht den Geschmack aus. Das ist genauso bei Austern mit Zitrone. Also im Austern sollte man auch nicht pur essen. Oder mit Knoblauchsoße. Ja, jetzt genug der kulinarischen Tipps hier. Wieso, wir sind in Frankreich, Herr Peter? Ja, wir sind aber nicht beim Meisterkochen, sondern bei der IWSF. Ja, es hat noch nicht begonnen, das Match. Sie könnten ja mal zum Kochduell gehen mit, wie heißt diese leicht übergewichtige Dame, ich weiß es nicht. Von Lojewski, genau. So, der Boss jetzt von Flash Gordon. Ein deutscher Dropkick. Das scheint sein Patent-Dropkick zu sein. Wollen Sie den 79er Shot Tropéan auch probieren? Den habe ich hier stehen. Es ist aber schon die zweite Flasche, die wir geöffnet haben. Wir müssen etwas vorsichtig sein, dieser Wein ist sehr teuer. Ich trinke keine Flaschen. Ich nippe den gläserweise. Ja, aber dadurch wird die Flasche trotzdem leer.
Ja, wir haben natürlich einige Dinge hier wahrgenommen. Eine kleine Weinverkostung zum Beispiel. Das gehört alles dazu hier. Wrestling ist ja wirklich gefeiert. Es ist nicht so, dass man hier 100 Internetfans sitzen hat rundherum. Ja, jetzt baust hier der Jubel auf, denn Nicky Trash bekommt eins auf die Nase. Dem verzeihen, dass die Fans nicht so schnell, dass er da mit den Mädels umgesprungen ist. Und vor allem Scott Ryder geholfen hat, Flash Gordon unfair zu besiegen. Ja, doch, hier, Michael Kovac. Obwohl, wie Sie es angesprochen haben, also so beeindruckt mich die Zusammenarbeit der drei Leute in Schwarz nicht so. Ja, also das ist schon eine andere Stimmung, Herr Peter, wie wir es normal gewohnt sind. Es kommt die ganze Lautstärke, kommt gar nicht so durch über die Mikrofone hier. Es ist ohrenbetäubend. Und sie... Oh! Sie machen sich vom Acker. Das war's. Ja, ein kleiner Shoot von Michael Kovac. Nein, ist ja billig hier bis jetzt. Ja, billig. Sicher ist es billig, Herr Peter. Aber das ist doch klar, mit dem Publikum muss man arbeiten hier. Gerade das gehört ausgenutzt. Ja, und es ist klar, dass Michael Kovac natürlich etwas stinkig ist jetzt. Oh! Herrlicher Takedown jetzt. Elbow von dem Zeffi. Und jeder Schlag auf Mickey Trash wird hier bejubelt. Das ist keine gute Idee. Und was ist das? So wird diese. Das haben wir schon vorhin angesprochen, diese Ski. Wie heißt diese Sendung? Skigymnastik. Obwohl Prinz Sefi eigentlich nicht so der klassische Skifahrertyp ist. Das war jetzt Wedeln. Wedeln mit Bojan Krischei. Ja, der passt in die Zeit. Gemeinsam mit Peter Popangilov. Und den Meerbrüdern. Oh. No, die sind mir zu kommerziell. Die vermarkten sich ja heute noch, die Meerbrüder, glaube ich. An Cybernick glaubt jetzt anscheinend, er kann Zephy nochmal so zusetzen wie bei ihrem Einzelmatch. Na. Oh, und sehen Sie, das ist Hüftakrobatik. Merci, Madame, merci. So, ich habe noch einen Nachschub bekommen, einen Nachschlag bekommen. Jetzt hören Sie doch mal auf zu essen. Ja. Sie tun mir gerade so, als hätten Sie eine Woche lang nichts bekommen. Das muss man ausnutzen. Unverschämt ein wenig, aber dennoch. Aber Legdrop jetzt von Cybernick. Das war so eine Art Crucifix. Hetziser-Takedown-Kombination. Sidebuster. Falls man. Oh! Herrlich, Karim Hetziser. Und Dropkick. Zephy ist jetzt in der Halle natürlich und jetzt ist Michael Kovac im Ring, aber läuft direkt in diese Faust. Michael Kovac jetzt muss Helping einstecken und wieder mit Gitrasch mit seinem üblichen
regelwidrigen Aktionen. Also der scheint hier eh die Steinblock vertreten zu wollen. Merken Sie bitte doch mit, zwei nicht mit der Legende Eddie Steinbrock. Wie gefällt Ihnen eigentlich dieses Outfit von Bernard Van Damme? Ja. Sollte man sich manchmal mal runter essen lassen. Sieht so ein wenig Sabu-mäßig aus. Ich weiß nicht, wie lange es die Serie vor Boyage schon gibt, aber... Es ist eine Piratenhose. Ja. Aber zum Glück hat er keine Augenklappe. Sie passt in diese Zeit. Uppercut jetzt von Michael Kovac. Ausheber. Komm jetzt. Die Otto-Rolle. Jawohl. Dann auch ein bisschen Trash-Talk in Richtung Flash Gordon. Genau, aber jetzt. Michael Kovac hält sich an sein Fest. Unten durch. Und Heikos Buddy, aber beide müssen ihn nehmen. Prallen aneinander ab quasi. Und noch was, Herr Peter. Das haben wir vergessen zu sagen. Das ist ein Match. 2 out of 3 falls. Inverted Spybuster. Das heißt, WWA-Style. Ja, oder Lucha Libre Style. Ist ja auch alles. Tres Caídas, 3 Falls. Und es steht doch immer 0 zu 0. Oh, herrliche Huracanana! Ja, Bernard Van Damme heute ist sehr motiviert. Simonik jetzt im Ring mit Bernard Van Damme. Die beiden kennen sich in- und auswendig. Ja, und sehen Sie mal diese Kraft von Simonik. Oh, es könnte Gorilla-Schmiss werden. Oh nein, er lässt ihn auf seinen Knie fallen. So, ich bin jetzt endgültig fertig mit meinem kleinen Menü hier. Na Gott sei Dank. Es war ja fast schon dreigängig. Dann warten Sie mal, Sie haben das Mousse au Chocolat vergessen. Das nehme ich mir ins Hotel mit. Der wird auch nicht die ganze Schüssel, geben Sie mir wieder zurück. Nein, Herr Peter, ist schon im Sackerl drinnen. Oh, was kommt hier? Ja, Shoulderblock à la Ron Simmons. Oder Ron Simon. Oder hat Sabinek früher auch Football gespielt? Das glaube ich nicht, vielleicht Rugby. Oh, da hat, muss ich sagen, bei dieser Kopfschere hat Bernard Van Damme die Bombe stark genommen. Also fast schon ärger als Simonik. Los, Hand. Wow! Das sehen wir auch selten. Das war ja fast schon ein Lion Salt. Also ein Mischmasch aus Moonsault und High Cross Body. Wow. Das geht wahrscheinlich hier nur auf diese Seite. Jeder andere Ring da in Europa. Ja, da steht man auf dem Boden, wenn man aufs zweite Seil ja springt. Und da ist Mickey Trash. Was will er jetzt? Ja, also für 2-3 Falls Match jetzt schon merkenswert hier. Langer erster Fall. Noch keine Entscheidung. Vielleicht ziehen wir den Freddy Flip. Den Freddy Flip von wem? Das weiß ich nicht. Vielleicht von Michael Kovac. Bernard Van Damme schon sehr lange im Ring jetzt eigentlich. Er hat Spaß, das merkt man. Aber er soll es nicht übertreiben. War ja gegen Michael Kovac nah dran. Hat knapp verloren. Und jetzt, naja, dominiert er großteils in seinen Aktionen. Oh, schauen Sie das an. Das hat er, glaube ich, bei Fort Boyard gelernt, dieser Escape Move. Da muss er auch sicherlich ab und zu mit Teilnehmern, glaube ich, wresteln. Oder passt er da nur auf?
glaube, er passt mir auf. Oh! Trash Kick. Sag mal, hat dieser Mickey Trash so viele Kung-Fu-Filme gesehen? Ja, oder vielleicht, weil Bernard Van Damme aus Belgien kommt, sicherlich an Jean-Claude ein Vorbild genommen. Was macht er hier jetzt? Ja. Nicht mit Bernard Van Damme. Der flüchtet da jetzt in die Ecke. Ich meine, jetzt kommt Michael Kovac oder Simonek. Vor allem, warum taggt Bernard Van Damme nicht? Ja, aber auch Mickey Trash noch im Ring. Verstorben ist jetzt da. Und der ist frisch. Oh! Axunde Watschen. Slingshot könnte es werden. Oder ein. Nein. Ich wollte sagen, ein Helikopterwurf, aber. Stattdessen ein klassischer Boston-Rock. Oh. Gibt's noch was auf die Finger? Und das ist ein eigenwilliger Move. Oder dreht. Oh, oh, and Arrow. Submission, aber konnte nicht länger halten. Aber das war jetzt taktisch unklug. Hat ihn in die gegnerische Ecke eigentlich getreten, Flash Gordon. Deshalb hat er es jetzt mit Cybernick zu tun. Der Haag. Was macht er jetzt mit seiner Maske? Oh, also ich glaube, er löst die Maske. Oh ja, er löst sie. Ja, ja. Das haben wir auch in Bremen gesehen. Kurz. Und das wirklich drauf. Aber das gehört sich nicht. Und das muss er hier jetzt in Kauf nehmen. Double Teaming von Mickey Trash und Savinik. Und wo ist Michael Kovac? Der macht hier eigentlich, fällt sich sehr neutral jetzt. Da in der Ecke natürlich. Wartet auf seine Chance. Eins, zwei und drei. Also oh, nicht der Tag von Flash Gordon heute. Lässt sich überraschen, Herr Peter. Also das war eigentlich eine Triple Team Aktion. Unseren Erwartungen. 1-0 jetzt für das Team Black, sage ich einmal. Michael Kovac, Mickey Trash und Sabanik. 1-0. Und das kann heute noch ein Abend werden. Flash Gordon scheint in einer kleinen Formkrise zu sein. Vielleicht war er zu übermotiviert. Wieder mal vor tollem Publikum hier anzutreten. Da kann es ja oft schief gehen. Ja, und da sehen Sie es. Flash Gordon, der Little Man und. Es ist ja die Regel, dass der Mann, der den Fall verliert oder beendet, immerhin bleiben muss. Und das kann jetzt natürlich jetzt ganz schnell gehen. Wenn hier Flash Gordon nicht mehr viel nehmen kann, dann kann es schnell vorbei sein. Mickey Trash jetzt. Aber er stößt Cybernick weg. Dieser Mann hat. Und jetzt hat Flash Gordon getaggt. Bei Double Team Aktionen kein Glück, diese Cybernick. Wer war da mit Ring? Herrliche Springboard Aktion wieder mit Elbow. Das geht wohl alles etwas zu schnell für Mickey Trash. Oh, Avalanche von Prince Effie. Aber jetzt doch der Tag, Michael Kovac. Aber wird überrascht. Wollte er mit dem Riphammer ankommen. Ja, aber da liegt er zu überheblich jetzt und wieder Prinz Steffi. Wow. Da ist die Luft raus. Aber sie müssen einen Fall erzielen. Das bringt alles nichts hier. 0-1 ist man hinten. Reverse Ledge von Michael Kovac. High Cross Party jetzt. 1, 2 und ja, das war's. Was? Robert Prevot zählt durch, das war's. 1-1 und Bernard Van Damme ist die Revanche geglückt. Gilt als Foul und das war's, offiziell. 1-1. Jetzt kommt der alles entscheidende Fall heute. Hier in Jalieu. Michael Kovac. Also ich glaube, ich werde heute, wenn ich einschlafe, noch einige Stunden diesen Petit im Ohr haben. Diesen Monsieur, diesen Petit Pierre. Petit Pierre, ja. Diesen Petit Pierre.
Der kleine Bär mit der großen Stimme, ja, kann man sagen. Petit Pierre. Oh, was kommt hier? Also, ah, jetzt. Es kommt jetzt vielleicht ein Battering Ram. Das könnte sein, Bushwacker-Style. Jawohl. Muss Cybernix, Cybernix da hinten am Apron. Ja, da hat es Michael Kovac wieder am Kopf erwischt, wie bei diesem Northern Lights Buster. Werden sie jetzt aus der Halle geprügelt hier? Sie haben genug hier. Klosnagel jetzt draußen mit Mickey Trash, während hier Michael Kovac und Bernard Van Damme brawlen und ich nehme auch an, dass Flash Gordon hier, sind wir jetzt natürlich nicht im Bild mit. Ja, wir haben aufgrund der hohen Reisekosten hier nur einen Kameramann genommen. Das gesehen, Herr Peter, das ist ja fast schon Hardcore-Style. Aber Countout war das auf keinen Fall und einen Pinfall gab es auch nicht, also das Match geht weiter. Robert Prevot, gelbe Karte für Flash Gordon von Robert Prevot. Haben Sie es etwas übertrieben? Ja gut, Flash Gordon, will den Sieg hier im Six-Man-Tag, das sieht man. Was glauben Sie hier, Peter? Wer wird's machen? Vor allem, wer wird gepinnt werden? Und wer wird es schaffen, hier den Sieg zu erzielen? Ja, ich wage da jetzt gar keine Prognose mehr abzugeben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Mick Trash gepinnt wird. Gepinnt wird? Ja. Von wem? Von Preußevieh. Aha. Gut, das ist einfach mein Tipp. Ja, Double Teaming, Illegal Double Teaming, Michael Kovac und Cybernick. Und hinten sehen Sie, da lockert. Ja, das hat er schon, das ist Cushion gelockert von. Das scheint hier nur mit Klettverschluss befestigt zu sein, das geht nämlich wirklich sehr leicht herunter. Ja. Und ich glaube jetzt will hier. Oh mein Gott. Ja, und Flash Gordon und Robert Prevot, die werden heute keine Freunde mehr. Wie läuft denn ein Big Boot jetzt mit Steffi? Ja, ich glaube auch bei solchen Six-Man-Tag-Matches gehören einfach zwei Referees her. Einer, der draußen alles überwacht und einer drinnen. Ja, das ist ein ganz harter Bump da in die Ecke. Ungebremst. Jetzt könnte es vielleicht sogar umgekehrt kommen, wie ich es prognostiziert habe hier, dass Mickey Trash Pacific bindet. Das würde mir gar nicht gefallen. Da ist Flash Gordon. Oder Flash Gordon beendet das Match durch, ja, falls hier prinzipiell jetzt zur Aufgabe gezogen wird. Ich meine, er wirft das Handtuch. Wirft das Handtuch als Team-Captain. Das Cushion ist aber wieder oben. Aber hier ist es locker. Oder gar nicht mehr oben. Aber Robert Prevot hat das jetzt anscheinend nicht mehr unter Kontrolle, sonst dürfte er zumindest das versuchen wieder raufzugeben und das passiert aber nicht. Kümmert sich da jetzt gar nicht drum. Oh, Dropkick, aber er trifft Cybernick. Und wieder Cybernick bei einer Double Team Aktion, der Blöde. Und jetzt Bernard Dame bringt. Und wieder Kopfschere. Diese typischen Bernard Dame seitlichen Huracanranas. Aber sehr schnell gezogen. Und da hat er sich aber wieder dummerweise hier in den Corner drängen lassen und Double Teaming wieder. Spiel kann wieder von vorne beginnen. Ja, der Ringrichter ist jetzt eindeutig überfordert, ist vielleicht schon etwas müde. Sollte vielleicht etwas Klosterformen Listgeist nehmen. Wer? Der Ringrichter. Die Nerven zu beruhigen. Oh, Powerbomb, es könnte werden.
Sit-down Powerbomb, ja herrlich. Eins. Und da ist Flash Gordon. Ja, das hat er sich abgeschaut vor von Thrash selber, der ja dann eingegriffen hat beim Scott Ryder Match. Wo ist übrigens Scott Ryder, bitte? Ja, hoffentlich sehen wir den heute nicht mehr. Es reicht, wenn wir ihn morgen dabei haben. Morgen ist er dabei, Gott sei Dank. Es läuft erst zur Hochform auf hier, die Pierre. Herrlich, aber. Das war fast schon ein Overhead, Belly to Belly. Oh, das ist interessant. Herrlich. War der Kovac jetzt X oder Smash? Er war X. Er war X. Hat er Smash gemacht? Smash hat den Ellbogen gedroppt. Nein. Wirklich? Oder? Nein, es war X, der den Ellbogen gedroppt hat. Es ist zu lange her, es stimmt. Smash hat immer gehalten. Das weiß ich. Wer hat dann immer die Zunge rausgestreckt? Aber wir sehen jetzt im Match wieder. Da könnte es jetzt eine Entscheidung geben. Oh, Fehler. Und Tag zu Flash Gordon. Er ist jetzt sauer. Da ist jetzt sauer. Doppelklosline jetzt. Oh, wie überrascht wieder. Oh! Oh! Herrlich! Doppelter Monkey Flip. Sieht man ganz, ganz selten. Aber herrlich gemacht, er hat's immer noch drauf. Michael Kovac und Mikita Schmidt Flash Gordon. Und doppelter Dropkick. Jetzt werden sie vorgeführt. Da ist. Oh, Prinz Steffi. Oh mein Gott, Herr Peter. Den Move kennen wir. Tickdown von Flash Gordon. Sunsplash. Eins, zwei und drei. Ja, und halb recht habe ich gehabt. Haben Sie recht gehabt? Also Prinz Steffi hat den Pin durchgeführt, aber es ist ein anderer gepinnt worden. Cyberweg. Und das ist der Sieg 4 für die Faces, für die Publikumsliebige Flash Gordon. Sie sind zurückgekommen nach einem 0-1 Rückstand. Gewinnen sie hier das Match. Und natürlich zur Freude der 500 Fans hier. Und natürlich auch zur Freude von DPR. Ich glaube, diese Kombination werden wir nicht mehr sehen. Michael Kovac, Mickey Trash und Cybernick. Der Cybernick sollte das Tag Team Wrestling sein lassen. Er ist einfach eine Bank, auf die man setzen kann, dass dieses Team verliert, wo Cyber nicht dabei ist. Da sind sie so. Ja, eine gute Figur, dieser Flash Gordon. Dem Alter noch. Hochachtung. Ja, morgen werden wir wiederkommen, Herr Peter. Wir müssen dann langsam Schluss machen. Wir kommen morgen wieder in Montbrison. Da werden 1000 Zuschauer erwartet. Und da freuen wir uns. Mehr zur Card dann morgen. Und ja, wie verabschieden wir uns sicher auf Französisch? Au revoir. Ja, danke. Au revoir, liebe Fans.